Hallo zusammen und willkommen. Salz ist in der Küche unser täglicher Begleiter und macht unser Essen schmackhafter. Doch Himalaya-Salz ist dafür bekannt, auch ein hervorragendes Mittel für Migräne und weitere Beschwerden zu sein. Starke Kopf- und Nackenschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und Schwindel sind nur einige der Beschwerden, mit denen Migränepatienten zu kämpfen haben. Kopfschmerzen zählen in Deutschland zu den Volkskrankheiten. Etwa 2/3 der deutschen Bevölkerung leidet unter mehr oder weniger starken Kopfschmerzen. Betroffene liegen bei Migräneanfällen oft 2 bis 3 Tage flach. Die Lebensqualität ist stark eingeschränkt. Dehydrierung und ein niedriger Elektrolytspiegel sind 2 maßgebliche Faktoren, die Auswirkungen auf die Stärke der Migräne haben. Ist das Elektrolytlevel zu niedrig, kann Wasser nicht im Körper gespeichert werden und wichtige Körperteile können nicht mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden. Tabletten, selbst wenn es sich hierbei um starke Schmerzmittel handelt, helfen oft nur bedingt. Der Schmerz wird meist nur kurzfristig gelindert. Abgesehen davon können Schmerztabletten auch Nebenwirkungen hervorrufen. Hierbei kann es sich um leichtere Nebenwirkungen wie Übelkeit handeln. Im schlimmsten Fall können Schmerzmittel aber der Auslöser für Asthma oder sogar einen Herzinfarkt sein. Da chemisch hergestellte Schmerzmittel nicht immer die optimale Lösung zur Behandlung von Migräneanfällen sind, sollte man natürliche Schmerzmittel auf jeden Fall probieren. Als eines der wirkungsvollsten natürlichen Mittel gegen Migräne gilt Himalaya-Salz. Das Salz löst in unserem Körper gleich mehrere Prozesse aus, die zur Linderung von Migräne beitragen. Es regelt den Säure-Basen-Haushalt und den Elektrolythaushalt auf natürlichem Wege. Außerdem wirkt es unterstützend bei der Produktion des Glückshormons Serotonin und regelt die Durchblutung unseres Körpers. Es wirkt sich ebenfalls positiv auf das Immunsystem aus. Das Himalaya-Salz enthält insgesamt 84 verschiedene Inhaltsstoffe, die gegen Kopfschmerzen helfen, unter anderem Mineralien und Elektrolyte. Wie nun aber soll Himalaya-Salz bei der Behandlung von Migräne eingesetzt werden? Um das Himalaya-Salz gegen Migräne zum Einsatz zu bringen und so von seinen Vorteilen zu profitieren, kann ein Getränk mit einem einfachen Rezept hergestellt werden. Dafür benötigst du 2 Teelöffel des Himalaya-Salzes, was ca. 9 Gramm entspricht, den frisch gepressten Saft von 2 Zitronen und ein Glas Wasser etwa um die 200 ml. Die Zutaten werden einfach miteinander vermischt und getrunken. Der Kopfschmerz sollte nach und nach abklingen. Werden sie wieder stärker, kann ein weiteres Glas getrunken werden. Achtung ist aber dennoch geboten. Wer unter Übelkeit leidet, sollte das Getränk nicht zu sich nehmen, da es abführend wirken und den Brechreiz unterstützen kann. Auch für Menschen mit Bluthochdruck ist dieses Rezept nicht geeignet. Was aber nun unterscheidet Himalaya-Salz von herkömmlichem Speisesalz? Tafelsalz besteht zu großen Teilen aus Natriumchlorid. Je nach Qualität wird Speisesalz in Gegenden mit durch Umweltgifte hervorgerufene Verunreinigungen abgebaut. Es wird zwar raffiniert, kann allerdings trotzdem noch sehr belastet sein. Das Himalaya-Salz stammt, wie der Name schon sagt, aus dem Himalaya, wo solche Verunreinigungen kaum vorkommen. Das Salz aus einem der höchsten Gebirge der Welt zählt zu den Salzen mit der besten Qualität. Es ist besonders reich an Nährstoffen, die unseren Körper bei seinen Aufgaben unterstützen. Wo kommt Himalaya-Salz noch zum Einsatz? Zum Beispiel beim Inhalieren. Das bekannte Salz aus dem Himalaya kommt auch in anderen Bereichen, die die Gesundheit betreffen, zum Einsatz. So wird es zum Beispiel zum Inhalieren eingesetzt, um die Atemwege wieder frei werden zu lassen. Sowohl bei Erkältung als auch bei Allergien kann es zum Inhalieren verwendet werden. Die Anwendung ist dabei relativ einfach. Man gibt etwas Salz in eine Schüssel mit heißem Wasser und beugt den Kopf über die Schüssel. Dann wird der aufsteigende Dampf eingeatmet. Um die Wirkung zu verstärken, kann ein Handtuch über den Kopf gelegt werden. Himalaya-Salz kann auch zum Baden verwendet werden. Auch bei Gelenkschmerzen oder unreiner Haut ist das Himalaya-Salz ein wirkungsvoller Helfer. Hierzu wird ein Salzbad genommen. Zunächst wird ein Bad mit warmem Wasser eingelassen. Je nach Größe der Badewanne wird dann ausreichend Salz hinzugegeben. Der Salzanteil des Bades sollte ca. 1% betragen. Wenn eine Badewanne also ein Fassungsvolumen von 120 Litern hat, sollte ein 1/2 Kilogramm Salz in das Bad gegeben werden. Nach dem Baden sollte man ins Bett gehen oder aber für eine Stunde entspannt liegen, damit das Bad mit dem Salz nachwirken kann. Das Bad sollte eine deutliche Entspannung der Gelenke auslösen. Himalaya-Salz kann auch zur Reinigung eingesetzt werden. Ob Nase, Augen oder Hals, Himalaya-Salz eignet sich hervorragend zu deren Reinigung. Je nach Beschwerden sollte unterschiedlich vorgegangen werden. Immer sollte zunächst 1 Liter lauwarmes Wasser mit 1 Esslöffel Salz vermischt werden.
Wer unter Halsschmerzen leidet, kann mit der Mischung gurgeln. Nase und Augen können mit der Salzwassermischung gebadet werden. Himalaya-Salz wird auch in der Schönheitsindustrie gerne verwendet. So kann mit dem Salz aus dem Gebirge zum Beispiel ein hervorragendes Peeling hergestellt werden. Das preiswerte Salz ist also in vielen Bereichen ein hervorragendes Hausmittel, das auf natürliche Wege hilft, Beschwerden zu lindern. Es ist allerdings zu beachten, dass Himalaya-Salz keine ärztlich verschriebenen Medikamente ersetzen kann. Bisher wurde nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Salz gegen Migräne wirkt. Es gibt allerdings zahlreiche Patienten, die diese These bestätigen. Was gibt es denn darüber hinaus für weitere natürliche Hilfsmittel gegen Kopfschmerzen? Nummer 1: Wasser. Das natürlichste aller Mittel ist oftmals auch das hilfreichste, und das ist Wasser. Da Kopfschmerzen oftmals durch den Mangel an Flüssigkeit ausgelöst werden, ist ausreichendes Trinken häufig schon die Lösung, mit der der Schmerz vertrieben werden kann. Durch das Trinken von Wasser wird das Blut verdünnt und benötigte Nährstoffe können schneller im Körper transportiert werden. Wer leichte Kopfschmerzen verspürt, sollte zunächst 1-2 Gläser Wasser trinken und sehen, ob diese Maßnahme nicht schon ausreichend ist, um den Kopfschmerz wieder verschwinden zu lassen. Nicht vergessen: Wir sollten täglich 2-3 Liter trinken, um unseren Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Nummer 2: Äpfel. Wer unter Migräne leidet, muss seinen pH-Wert wieder auf ein normales Level bringen. Äpfel sind hierfür die ideale Lösung. Um Migräne loszuwerden, kann man Äpfel pur essen, sie vor dem Verzehr mit etwas Salz bestreuen oder folgendes Getränk zubereiten. Ein Teelöffel Apfelessig wird zusammen mit etwas frisch gepresstem Zitronensaft in ein Glas Wasser gegeben. Das Getränk kann mehrmals am Tag getrunken werden. Äpfel helfen außerdem dabei, Giftstoffe aus dem Körper zu absorbieren. Nummer 3: Zitrone. Erfrischend gegen Kopfschmerzen kann man mit Zitrone vorgehen. Dank ihrem hohen Vitamin C-Anteil wird der Körper mit frischer Energie versorgt. Auch der Säure-Basen-Haushalt wird mit ihrer Unterstützung langfristig ausgeglichen. Ob heiß oder kalt, ein Glas Wasser vermischt mit dem Saft aus einer halben Zitrone hilft nicht nur dabei, lästige Kopfschmerzen zu vertreiben, es schmeckt dazu auch noch einfach lecker. Nummer 4: Ingwer. Die Wunderwurzel hilft nicht nur dabei, Erkältung loszuwerden und das Immunsystem zu stärken. Sie ist auch eine hervorragende Unterstützung, um Kopfschmerzen zu vertreiben. Grund dafür sind ihre entzündungshemmenden Wirkstoffe. Sie entspannen die Blutgefäße und helfen so dabei, Kopfschmerzen zu bekämpfen. Ingwerwasser ist dabei der beste Weg, die heilenden Inhaltsstoffe der Wurzel aufzunehmen. Hierzu muss einfach ein Teelöffel frisch geriebener Ingwer in einem halben Liter Wasser gekocht werden. Das Gebräu sollte man ca. 10 Minuten ziehen lassen. Dreimal täglich eine Tasse Ingwerwasser hilft sowohl gegen Kopfschmerzen als auch dabei, das Immunsystem zu stärken. Nummer 5: Betelblätter. Auch Betelblätter haben den Ruf, Kopfschmerzen schnell und wirkungsvoll zu bekämpfen. Die Blätter wirken analgetisch und kühlend. Um sie im Kampf gegen die Kopfschmerzen zum Einsatz zu bringen, werden einfach 1-2 Blätter der Pflanze gekaut. Wer den Geschmack der Blätter nicht mag, kann die Blätter auch mit einem Mörser zerreiben und die Paste dann auf die Stirn auftragen. Nach ungefähr 30 Minuten sollte die Wirkung der Betelblätter sich entfalten. Nummer 6: Wärme und Kälte. Neben Lebensmitteln können auch Wärme und Kälte den Heilungsprozess der Kopfschmerzen unterstützen. Vor allem bei Kopfschmerzen, die durch Verspannung ausgelöst werden, ist Wärme das beste Gegenmittel. Zur Entspannung der Muskeln kann entweder ein heißes Bad mit Kamille genommen werden oder mit einer Wärmflasche die verspannten Stellen erwärmt werden. Neben einer Wärmflasche kann auch mit einem Körnerkissen gearbeitet werden. Die Wärmflasche sollte für ca. 20 Minuten in den Nacken gelegt werden. Währenddessen sollte ruhig geatmet und entspannt werden. Durch die zugeführte Wärme wird die Durchblutung des Gehirns angeregt, Verspannungen lösen sich und der Kopfschmerz lässt nach. Neben Wärme kann aber auch Kälte dabei helfen, Kopfschmerzen zu verringern. Vor allem, wenn der Kopfschmerz durch Nebenhöhlenentzündung oder Zahnschmerzen ausgelöst wurde. Eine kalte Kompresse zum Beispiel betäubt Schmerzen und der Kopf kann wieder klar denken. Um mit der kalten Kompresse zu arbeiten, wird einfach ein Waschlappen oder ein Tuch mit kaltem Wasser für etwa 5 Minuten auf der Stirn platziert. Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Hat man das Gefühl, der Kopfschmerz betrifft hauptsächlich die Augenpartien, kann ein Löffel, der zuvor in einem Eisfach gekühlt wurde, auf die Augen aufgelegt werden. So können die Augen entspannen und kleinere Schwellungen verschwinden. Nummer 7: Die Kopfmassage. Sie löst den Druck im Kopf und an den Schläfen.
Die Kopfmassage kann damit beginnen, dass man mit den Fingern die Augenbrauen von innen nach außen entlang streicht. Diese Bewegung kann pro Augenbraue ca. 10 Mal wiederholt werden. Der Hinterkopf kann danach mit kleinen kreisenden Bewegungen massiert werden. Diese Art von Kopfmassage soll die Durchblutung ebenfalls anregen. Unser kleines Fazit: Die Natur bietet uns zahlreiche Mittel, um Kopfschmerzen zu bekämpfen. Welches am besten wirkt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Sollten Kopfschmerzen allerdings regelmäßig auftreten, muss immer auch mit einem Arzt über die möglichen Behandlungsmethoden gesprochen werden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.